Hallo liebe Gamer, ich bin Marcel, machen Far Cry 6 weiter auf PS5. Wir sind hier in Costella de Mar. Hier oben, los geht's. Ich mache hier eine kurze Mission. So, starten. Ehrlich gesagt, ich spreche kein Hundisch, amigo. Ja, diese Gorizo darf nicht hungrig werden. Ich muss mir das Rezept noch woanders aufschreiben. Der kleine Scheißer wird echt unangenehm, wenn er seinen Magen leer isst. Lampaia della Estio de Gorizo. Zutaten: Krokodilfleisch sei sein Lieblingsfleisch. Schwarze Bohne, Rosenwasser fürs Gefühl. Zubereitung finde der große hinterhaltigste und hässlichste Krokodil der Costa. Der, danke. Tja, ich habe dieses alte Fleisch hier. Willst du einen Snack? Ja, das willst du. So hart musste ich noch nie für die Liebe eines Hundes arbeiten. Aber du verdienst das, Perito. Das sollte reichen, damit wir Amigos werden, oder? Oder? Iranische Geschichte abgeschlossen, er ist der gute Junge. Können wir jetzt echt den einen schon brauchen? Ich bin mit etwas gezeigt, aber was? Wow, wo willst du denn hin? Du willst, dass ich... Okay, ich folge dir. Gut, gehen wir den mal noch. Bist du damit einverstanden, Feli? Was hast du denn da? Ist das für mich? Ich will große Dinge, Mann. Ich will eine Disco. Ich will einen Pool mit Bar. Bring mir Material, dann lasse ich die Filimagie regnen. Cool. Da hat sich etwas Primo-Kleber im Jungen fett gefunden. Ein Geschenk? Schnapp, ich drauf hin. Womit habe ich das verdient? Hey, nicht schlecht, Chorizo. Mit der Erntefleisch? Okay, jetzt gucken wir. Der mega herzig aus, der Chorizo. Du kleiner Guerriero. Kluger Junge. Die erste Schlüssel. Du warst ja richtig fleißig, was? Mierda! Okay, der hat wieder etwas gesammelt. Schießpuffer hat er gefunden, das ist auch gut. Weiß Fili von all dem? Ach, was sag ich. Wahrscheinlich hat er dir geholfen, den ganzen Kram zu stehlen. Gracias, Turismo. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Hey, juhu, der mit abgeschlossen. Für eine Apportiermission. Gorizo im Freischalten. Amigos, mal schauen, da sieht man hier den Amigo aus. Neue Amigos haben wir ihn hier. Der Gorizo wird seine unwiderstehlichen Charme einsetzen, um Gegner abzulenken, damit du dich für Überraschungsangriffe an ihn vorbeischleichen kannst. Dann gut.
Olaf, schön, dass du noch... Ich brauche deine Hilfe, um diesen Teniente zu... Mir ein... Unser Soldatenfreund sagt, er wäre auf der Privatinsel von Napoleon el Pequeño. Tentier, hilf mir, ein Teniente auf Josos Privatinsel zu fangen. Diesen Teniente zu finden, hinter dem ich her bin. Triff mich am Hafen von Chintra und wir schnappen uns die Arschbacken. Okay, dann gut. Wir sehen uns am Boot. Okay. Endlich etwas Spaß. Ich bin Lola, alias die Göttin der Waren und des Tratschs. Ich verkaufe alles auf dem Schwarzmarkt, von Knarren bis zu Klopapier. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht. Gonio, du schon wieder. Was kann ich für dich tun, Nani? Benito, Lust mal wieder Pirat zu spielen? Wir brauchen Ressourcen, Infos und Verbündete. Und du kannst uns all das beschaffen. Ich schicke dir alle, die ich befreie. Werden sich freuen, es an Tom heimzahlen zu können. Bald hast du deine eigene kleine Piratenarmee. Benitos Bandidos. Ich muss zugeben, das klingt ziemlich gut. Schick einfach alle zu mir und ich höre mich weiter nach Gelegenheiten um. Viva Libertad. Viva Libertad. Chorizo. Oh, na, hat sie gehungen, okay, noch. Das neue Haustier da, ein Maskottchen. Der schwer befahrene Strasse zu haben. Komm zurück, Chorizo! Sauber tot. Beschädigt, wenn ich beschädigt. Ah, das ist eine Militärbasis, okay. Und der Flugzeug auch prüfen, ja, gut. Hat nicht ganz so geklappt, der Fallschirm. Das war Fehler. Ja. Ich schläge es davon.
Hüte ich mich nix. Also mit einem Hafen ankommen. Wir gehen ein großes Risiko ein, Feind, Teniente. Wenn du was auszusetzen hast, kannst du schwimmen. Na, passt. Schönes Boot. Gehört es dir? Nein, habe ich gestohlen. Okay, ich habe ein gemacht, kacken sie hier. Boote unterscheiden sich da nicht so sehr. Hey, Carlos muss zu einem Arzt. Viel Glück. Er hustet Blut. Er braucht Hilfe. Papa hat mich mal mit zum Fischen genommen. Südlich der Costa del Mar. Er kann gut mit Vieh umgehen, aber nicht mit Fischen. Er hat einfach zu wenig Geduld und konnte nicht auswerfen. Immer zog er die Schnur über den Boden. Einmal verfing sich der Haken sogar in seiner Lippe. Er war so wütend, dass er eine Stange Dynamit ins Wasser warf. Er hat eine Menge Fische getötet, aber auch ein verdammtes Loch in unser Boot gesprengt. Wir sind 5 Kilometer zur Küste zurückgeschwommen. Alle Boote haben gehalten, uns zu helfen, aber Papa sagte denen, sie sollen sich verpissen. Was hat das damit zu tun, dass Carlos krank ist? Was ich sagen will, ist, dass der Tag, Costa an dem war, okay. Der Tag ist, an dem sie Gaio, Lareal. Ich nicht, nur Papa. Ja, klar. Halt's mal. Scheiß Tabak. Er sollte unsere Leute reich machen. Das hat Anton zumindest behauptet. Sie? Deshalb wurde er gewählt. Ja, von uns haben auch viele für ihn gestimmt. Wir haben an seine Versprechen geglaubt. Wir dachten, es wird wieder so wie damals. Wie eine Fantasiewelt. Wir lagen so verdammt falsch. Wenn wir etwas verändern wollen, muss uns jemand in Form bringen. Uns zusammenbringen. Und das ist sicher nicht Papa. Carlos hat also keinen Plan? Sein Plan ist folgender. Sag bloß niemandem, was du fühlst. Niemals. Traue niemandem, schon gar nicht deiner Tochter. Reagiere einfach auf das, was Napoleon el Pequeño dir entgegenwirft. Er ist so altmodisch. Erinnert mich an meinen Direktor aus dem Waisenhaus. Streng, hart wie Stein. Aber wenn er dich mochte, dann hattest du einen Freund. Okay, ungefuchtes Gebiet, um mit euch treffen. Wir können nicht immer nur auf José reagieren. Das funktioniert ja nicht. Wir brauchen was Neues, Flexibleres. Wir müssen diesem Hijo del Puta immer einen Schritt voraus sein, bis er tot ist. Sehe ich auch so. Gute Antwort, Dani. Okay, so hast du dann gemacht, die Insel auch. Dargestellt und so. Grafik her. Mierda. Brauchst du Mexikanische? Der Tabak hier draußen wurde vivirofiziert. Wir können nicht mal unser eigenes Kraut rauchen. Come mierdas. José Castillo. ¿Qué pasó? José Vixa Castillo. Antons beschissener Neffe. Lo veo y no lo creo. Was macht er? Er redet mit dem Teniente, nachdem wir suchen. Wirkt mehr wie ein Wissenschaftler. Schalten wir José aus. No. Su nombre, Teniente. Was geht da vor? Ich muss wissen, wo dieser Wissenschaftler hin will. Lass uns nach Informationen suchen. Na los, vielleicht hilft uns ein Freund beim Hubschrauberlandeplatz. Sie wurden hier stationiert und niemand hat je wieder von ihnen gehört. Das ist kein guter Job, Marcelo. Schade. Ich hab da etwas gesehen.
legen. Herzlichen Glückwunsch, ihr Barsten aller Jarana. Wir haben es in José Castillos inneren Kreis geschafft. Ich hoffe, ihr wisst, wie besonders. Hier auf meiner Insel seid ihr frei. Frei von euren Verantwortungen, von eurer Pflicht und dem Altäre. Hier seid euer inneres Tier gefesselt und euren primitivsten Trieben nachgeben. Das, meine wahren Freunde, ist mein Geschenk als Dank für eure unsterbliche Treue. Nachschläfer da. Hey, wir müssen immer noch herausfinden, wohin der Wissenschaftler verschwunden ist. Der Kröte. Geht jetzt irgendwas da oben? Vergiss es. Bist du am Boden? Das ist ganz schlecht. Hier steht, José hat eine Villa auf der Nordseite der Insel. Da war einer sie. Genau. Na, Mist, na, Mist, Moment. Hum,
natürlichen Händen zu, okay. Kommt mir auch ein Ab, das ist ja auch gestitcht. Kommt da her, mein Auto hin. So etwas ist, das ist nichts. Schön lieb gestaltet. Hey, hallo? Hallo? Meine Hund. Spezialeinheit. Pero. Vorsichtig! Bist du her und bist du fest mit mir? Was? Da kommt mir die Füßerüstung ein anderer. Anzubrechen, der funktioniert erhöht. Ich glaube, du musst das ganze Set anlegen. Und daher. Ah, genau in der Nummer 4 ist es.
Traitor. Ja. Wir müssen die Uhr nehmen. Eine Waffe. Hab ihn! Was hab ihn? Ah, der Computer. Okay. Mal sehen, was wir hier haben. Hier, Kleiner! El Pequeño hat eine scheiß Folterkammer voll mit Parias. Unter dem Leuchtturm, südlich von hier. Und aber Blut raus, Pistole. Mission. Schon geschehen. Ich bleib hier und guck mal, was ich noch finden kann. Suerte, Dani. Wie ist jetzt umgeschaut? Jetzt gar nicht erst. Und denn du her? Bevor ich beide erledigt habe. Wirklich kein Treffer, aber jetzt endlich. Ich hätte die Dünne aus da. Da war doch was. Nein, da ist nichts. Das Fechter. Hm.
Kommissar zeigt Achtung. Ein Ingenieur. Wäre deftig gewesen, aber ja. Kannst du vielleicht mal wieder ein bisschen aufladen. Gib da komm, nicht mehr die Wissen. Soll ich das je wieder gut machen? Hey du! Danke! Hilfst du mir? Klar. Psst. Mach mich los! Wie dort ist da? Los, haut ab! Espada! José hat das hier als kleine private Folterkammer benutzt. Er war wahrscheinlich, oder? Da drin, aber ich hab sie befreit. Sollte mich eigentlich nicht überraschen. Aber gute Arbeit, Dani. Ich weiß jetzt, wo der Wissenschaftler arbeitet. Okay. Sagst du mir dann, was hier wirklich los ist? Dieser Zapfflosse. Hey, werd je toch lauf? Ah, schade, wo bist du? Doch weg, Bird. Hier geht's doch nicht. Supremo. Ah.
und mach. Suche die. Spray Supremo. Ich nehme viel. Jetzt ist am Boden, ja, also ich schon denke. Alza, Supremo, Feuer! Corizia. Ich beende das Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Like, falls es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo da. Tschüss zusammen.